Montags morgens auf der Arbeit. Das Handy klingelt. Werden Sie nun Zeuge folgenden Gespräches. Hallo? Hallo, hier ist Frau Ebertshäuser vom Arbeitsamt Düsseldorf. Sind Sie der Herr Lüdemann? Nein. Sagen Sie mal, Herr Lüdemann, warum lügen Sie mich denn an? Ich lüge Sie nicht an. Ich bin und kenne keinen Lüdemann. Der Herr Schwarz vom Arbeitsamt hat mir gerade eben Ihre Nummer gegeben. Sie haben schon wieder ein Vorstellungsgespräch versäumt. So etwas kann und wird Konsequenzen nach sich ziehen. Und wir müssen Ihnen in diesem Fall die Mittel kürzen. Ich bin nicht der Herr Lüdemann und Sie haben es mit Sicherheit verwählt. Aber der Herr Schwarz hat mir Ihre Nummer gegeben und der Herr Schwarz hat die Nummer von Ihnen, Herr Lüdemann. Sie rief mich an und sagte dann, hallo Herr Lüdemann. Man verglich die Nummern. Und in der Tat, die Nummer stimmte. Jedoch der Teilnehmer nicht. Okay, wenn Sie nicht der Herr Lüdemann sind, wer sind Sie dann? Das sage ich Ihnen nicht. Warum wollen Sie mir Ihren Namen nicht nennen? Datenschutz, Telekom CD? Aber dann können Sie mir doch trotzdem Ihren Namen geben. Okay, ich heiße Müller. Nein, Schmidt. Paul Schmidt. Herr Lüdemann, es bringt uns doch nicht weiter, wenn Sie mir einen falschen Namen nennen. Mein richtiger Name bringt Ihnen doch auch nichts. Gut. Dann müssen wir Ihnen das Geld kürzen, wenn Sie keine Arbeit wollen. Aber ich habe Arbeit, ich bin auf der Arbeit. Schluss jetzt, auf Wiederhören, Herr Lüdemann, mir reicht's. Aber was soll denn das jetzt hier? Sie rief mich an und sagte dann, hallo Herr Lüdemann. Sie rief mich an und sagte dann, Sie heißen Lüdemann. Sie rief mich an und sagte dann, hallo Herr Lüdemann, sie rief mich an und sagte dann, Sie heißen Lüdemann. Sie rief mich an und sagte dann, hallo Herr Lüdemann. Sie rief mich an und sagte dann, Sie heißen Lüdemann.